Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Echo of Souls. Und wie versprochen, werden wir diese, in den nächsten Folgen, also in dieser ganzen Aufnahmesession, so ein wenig um Instanzen kümmern. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht doch nochmal Dungeons. Wir können jetzt nur den einen. Was war das mit den Replays? Ich würde nämlich gerne nochmal. Ach. Okay. Also Replays heißt, man kann tatsächlich hier was aufnehmen. Ich würde eigentlich gerne nochmal. Was ist denn dieses Browserfenster? Eigentlich nochmal in den ersten gehen wollen. Kann man das hier irgendwie. Ah ja, ich würde nämlich gerne nochmal in die Hemming-Höhle normal gehen, bevor wir uns dann in den schweren begeben. Kann man das eigentlich? Ach komm, wir machen jetzt die schwere. Scheiß mal drauf. Wir nehmen die. Das weg. Die schwere. Kann man die jetzt betreten hier irgendwie oder wie funktioniert das? Zurücksetzen? Oder müssen wir die erst finden? Moment mal. Hemming-Höhle. Da müssen wir uns zurückbeamen, oder? Gibt's das hier nicht so als Dungeon Browser, dass man eben halt sich direkt reinloggen kann? Ah ja. Schwer betreten. So. Ich glaube, das funktioniert. So, selber Dungeon. Nur nochmal in schwer. Und ich bin gespannt, was mich erwarten wird. Ich werde vielleicht mal hier nochmal kurz. Ist das so ein Seelen? Ne, ist ein Teleporter. Ich würde eigentlich nochmal so ein paar Seelen. Suchst du was Bestimmtes? Wir können ja eigentlich immer relativ wieder zurückkehren, also brauchen wir erstmal nichts holen. Wir haben Verbände, aber ohne Ende. Ja, Tränke haben wir auch. Wir gucken einfach mal, wie der erste Gegner wird. Ging. Aber schauen wir uns mal die Bosse an, weil die werden wahrscheinlich ein bisschen übler, sage ich mal. Ich werde trotzdem mal hier so. Das sieht dann schon ganz anders aus. Und wir können ja eigentlich, haben wir noch aktiviert, sehr gut. Nerdsing, den Angriff. Können wir eigentlich gleichzeitig, gleichzeitig den Dings aktivieren, den anderen. Fricksing. Nee, nicht Fricksing, sondern diesen hier. Den hier. Jawoll, das funktioniert sogar. Bin begeistert. So, das sieht aus, als ob wir uns mit zwei gleichzeitig anlegen müssten. Aber rein theoretisch könnten wir die doch. Wir müssen alle killen, oder? Damit wir weiterkommen. Jo, ich versuch mal. Bing! Scheiße! Wow. Bams. Okay. Ich dachte ja eigentlich, dass es eine neue Höhle wäre, aber es ist nur der alte Dungeon relativ schwer. Aber es zeigt schon ganz gut. Lass mal hier mit Verbänden ein bisschen mehr arbeiten auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, gar nicht keine blöde Idee. Kann man sich die eigentlich auch. Moment mal. Nein, natürlich nicht. Ich hätte mir die ja gerne reingezogen. Komm,
Ich glaube sowieso beide, ne? Aber ich habe, übrigens muss ich zugeben, ich habe noch meine Runen ein wenig mal verbraucht. Ich habe die Waffe und meine Ringe und also ein paar Accessoires mit Runen ausgestattet, mit den ganzen Runen, die wir hatten, ausgestattet. Damit wir halt noch ein bisschen mehr Bums machen. Okay, wir müssten gar nicht alle angreifen. Aber hey, es ist EP. Ne? Das ist der Rekord, 50 Sekunden. Ist aber wahrscheinlich nur durchgeraden. Oder? Kann mir nicht vorstellen, dass das sonst realistisch wäre. Boah, es hat 50 Minuten. Nee. Okay, verwirrte Patrouille. Warum sind die alle verwirrt? Unsere Seelenzeugs werden wir uns mal vorzugsweise aufheben für Bosse. Bam. Na klar. Läuft. Und nein, noch so ein Dings hier verbrauchen. Das ist quasi wie der heroische Modus bei WoW von Dungeons. So kann man sich das jetzt vorstellen, nur von Solo Dungeons. Aber ich finde das geil mit den Solo Dungeons. Weil jeder kennt das, dieses Warten, dieses endlose Warten auf irgendeine scheiß Gruppe. Das kann einem manchmal doch ein bisschen zuwider werden. Mehr. Ich glaube, der kam hier am Ende des Raums, also hier irgendwo. Kann das sein? Bin mir nicht mehr sicher. So, erstmal looten wir. Elias Geheimtrank. Verringert die Verteidigung des Ziels. Ach, den haben wir ja schon zweimal. Aber die könnten wir eigentlich doch mal... Kann man die auf so einen Boss loslassen? Bringt das was? Könnte man ja eigentlich mal voll testen und so, ne? So, ja, da ist der erste Boss. Wir haben ja jetzt mittlerweile zwei von den Dingen. Ein wenig reingehauen, würde ich mal sagen. Kurz mal bandagieren. Und jetzt haben wir ja zwei von diesen Elias Geheimtrank und ich bin mal gespannt, ob wir den auf die alte da schmeißen können. Wäre schön, ihre Verteidigung ein wenig runter zu dingsen. Ich sollte mal nutzen. Und jetzt ist der Effekt auch. Ich werde noch nicht. Den verhindern können, glaube ich. Huhuhuhu, ich lebe. So. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Zwei Sachen drin, sehr schön. Identifikation abgeschlossen. Identifizieren. So, das werden jetzt wahrscheinlich richtig gute Sachen sein. Wir sind Sturmrufe. Ist beides Erdruferin. Ne. Ne. Wir verarschen mich, oder? Finde ich jetzt kacke. Von euch, ehrlich gesagt. Beides für die Erdruferin, deswegen werde ich es jetzt nicht anlegen. Weil das finde ich doof. Das finde ich wirklich persönlich doof. Also bisher schlagen wir uns positiv, muss ich sagen. Wir sind im letzten Abschnitt. Sonst heißt es erstmal Ads killen. Ich frage mich eigentlich, ob es hier auch noch so Secrets gibt.
eine versteckte Truhe oder sowas. Ich komme gar nicht ins Wasser. Interessant. So, ich muss ja die Harpien umnieten, damit die Königin erscheint. So war das ja irgendwie, wa? Ja, leck mich. Raus. Fuck. Raus. Oh, scheiße, die Wand dann. Wir haben doch hier... Haben wir nicht so ein... Das geht nicht, wenn du tot bist. Okay, ich hätte das aktivieren müssen, glaube ich. Ah ja, wir können den Teleporter nutzen. Wo sind wir jetzt? Scheiße! Warum hat die Alte mich denn direkt auf den Kieker? Lass mal kurz ein bisschen ausweichen. Verlassen. Kommen wir jetzt wieder dahin, wo wir waren? Bitte. Ich habe nämlich selber keine Ahnung, wo ich war, aber doch, wir sind wieder da, wo wir waren. Sehr schön. So, was haben wir denn da drin? Gürtel. Hoffentlich ist da jetzt mal was Brauchbares am Start. Abgeschlossen. So, was haben wir denn da? Erdruferin? Sturmruferin. Ah, ja, der ist wunderschön. Das Problem ist, kann man die eigentlich auch entsockeln? Entferne Edelsteine mit einer Extraktion. Lass mich raten, das geht nur über die scheiß Berufe. Wir bearbeiten Edelsteine und stellen Schmuck her. Kriege ich dich jetzt da raus? Strong
Rechtsklick, um mit gesockelten Items zu tauschen. Also ich kann damit jetzt irgendwie gerade gar nichts mehr anfangen. Sehr schön. Egal. Wir finden wieder neue Edelsteine. Davon abgesehen. Sehe ich jetzt nicht so dramatisch, so, wir sind gestorben. Du solltest deine Ausrüstung prüfen, bevor du aufbrichst. Ich hätte gerne mal hier so eine Endreparatur. Reparatur abgeschlossen. Ach, Silber! Das ist ja Bucher! So, verkaufen, 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 verkaufen. Peridot. Naja, werden wir schon hinkriegen. Ja, ja, weg damit. So, wunderbar. Neuen Gürtel bekommen. Und wir können... Ach ja, wir haben ja eine Quest dafür angenommen. Da kriegen wir ja noch was. Was? Nicht was. Ein Gürtel. Ey, ihr verarscht mich doch. Es ist so krass. Energieabfall. Zusätzlicher Effekt vermindert. Was? Achso, ich muss mal wieder was essen. Ja, das... Wow. Wir kriegen jetzt schon ein bisschen mehr auf die Rippen. Blauen Bereich. Sehr cool. So, dann können wir eigentlich den Gürtel auch noch schnell loswerden. Dann bin ich relativ wieder glücklich. Du solltest deine Ausrüstung prüfen, bevor du aufbrichst. Ich muss ja nicht. So. Level 20 erst können wir diese Truhe öffnen. Gut. Was haben wir denn hier bekommen? Ach! Wow, wir können einen neuen Skill. Animus. Skill wurde noch nicht erlernt. Animus. Sofort fügt dem Ziel jetzt 121% Schaden zu und stößt es weg. Verfügt über 15% Chance, dass das Ziel für 3 Sekunden zu betäuben. Das ist geil. Wirbel. Fügt Gegner im Umkreis von 4 Metern 105% Schaden zu. Wenn Gegner getroffen werden, werden 5 Vitalität generiert. Das ist eigentlich auch geil, weil was uns wirklich fehlt, sind so, sind so Dings hier. Fähigkeiten, damit wir mehrere Gegner werden können. Fügt dem Ziel 130 Schaden zu und stößt es zu Boden. Bei Benutzung wird die aktive Aktion unterbrochen. Ach, das ist gleichzeitig mit Dings. Wir werden mal den Wirbel wählen. Ja. Und dann vielleicht den hier. Weil damit können wir direkt unterbrechen. Das ist cool. Okay, haben wir Animus. Können wir ja aus der Leiste mal hier runterziehen. Schmeiß nochmal da rein. So, und wir haben da irgendwas Bucheinträgiges. Geschichte. Aha. Okay. Was mich mal interessieren würde. Nein, wir haben keinen weiteren bekommen. Wir haben nur den Retter von Mimora. Okay. Werden wir mal weiter fortfahren mit unserer Questreihe, die wir haben. Da ist scheinbar noch ein Stützpunkt. Ha! So. Ah, so sieht das Schatten schon mal aus. Das wusste ich nicht auch nicht. Was ist das denn hier? Kann man das runterladen oder was? Gegenmittel annehmen. So, wir haben eine Quest angenommen. Wir müssen jetzt mal da hoch. Da gibt's was zu tun. Ich mach das mal. Kann man das verschieben? Super. So. Das wollte ich ja auch mal gucken. Okay. So, wir müssen hier was töten. Wir können auch gleich mal unseren neuen Wirbel ausprobieren. Geil. Das sieht nice aus. Gefällt mir. Das war's fürs Gegenmittel sammeln. Jetzt muss ich nur noch so ein paar Typis hier umgehen. Hi! So... Denn... Du! Mach mal was mit der Gruppe, das ist... Auch mal interessant für mich zu sehen. Ah ja.
alle auf demselben Level. Also er ist auch auf demselben Level. Sehr schön.